Morgen, liebe Rad- und Wanderfreunde, nach dem Frühstück geht's weiter mit dem Radweg. Mit dem Urteilradweg, ja. Nicht Motschal. Vom Urteilradweg, ja. Der zweite Tag vom Urteilradweg. Aber jetzt, wie gesagt, erstmal richtig gut frühstücken hier. Die Melina hat es ja bereits beim Frühstück gesagt. Der zweite Tag für uns, da geht es glaube ich lang und dann rechts, wie so sieht, da ist auch ein Schild. Der zweite Tag für uns auf dem Ruhrtalradweg. Genau, 2,5 Kilometer kommt Hüsten, wenn das stimmt. Und ja, das Wetter ist nicht mehr ganz so nett wie gestern. Aber ich habe gerade mit der Sabine telefoniert im Schwarzwald. Regnet es gerade bitterlich, also sind wir noch richtig gut dran. Wir sind bisher noch zufrieden, was das beanlangt hier. Und es geht so weiter, wie es gestern gehört hat. Schön, gemütlich, eben. Ja, bloß ist es ein bisschen kälter oder wesentlich kälter wie gestern. Melina, was sagst du? Ja, du musst halt mehr dreddeln. Mehr dreddeln, jawohl. Das ist die richtige Einstellung. Mehr dreddeln. Möhnsee, 6,9 Kilometer. Das wäre doch mal ein Ziel jetzt für heute mal. Ha? Möhnsee. Hab's bestimmt schon wieder falsch ausgesprochen. Der Möhnesee geht nach rechts rum. Wir müssen allerdings nach links. Dann sehen wir den wohl doch nicht. Ich dachte, den sehen wir. Aber 12 Kilometer Umweg fahren, das machen wir deswegen jetzt nicht. Oder schon 13 fast. Der Melina ist schon wieder warm. Ich weiß nicht, also mir nicht so arg. Aber die ist wohl, ja. Die ist nur ein bisschen jünger, ich sag's doch. Man wird älter, der Arsch wird kälter, so ist es halt. Hier haben wir jetzt mal ein richtig schönes Stück direkt an der Ruhr. Der Melina zieht wieder durch. Ich habe hier fast keine Chance hier. Da die Ruhr. Und es ist wirklich richtig schönes Eckchen. Ja, hier haben sie was Schönes, Nettes nachgebaut. Irgendwas Römisches oder sonst irgendwas. Der Grund und Sinn erschließt sich uns leider nicht. Es ist irgendwie nirgends ein Hinweisschild da, für was das da ist. Unser nächstes Ziel ist dann Neheim. Wir sind hier gerade in Arnsberg-Neheim und auf dem Schild hier unter Sehenswürdigkeiten steht das Einkaufszentrum. Ja, das ist der Melina gar nicht so unrecht. Ja, meine Hexe, die habe ich auch relativ für umsonst mitgenommen. Überall hier Flugverbot für die Hexe.
entweder Naturschutz oder Gebäude oder sonst irgendwas. Ja, ist ja klar, sehr, sehr verbaut hier. Und wenn dann mal ein bisschen Natur ist, ist es gleich Naturschutz. Ist ja auch richtig so. Ja, die Melina lernt hier ein bisschen was über das ganze Thema Ruhr und. Und hast du schon was gelernt? Ja, nein. Ja, nein. Ich spiele gerade ein Spiel. Ah, du spielst ein Spiel. Dann spiel weiter, ich mache ein paar Aufnahmen von der Ruhr so lange, ja? Dann werde ich mal hier der Ruhr ein bisschen entgegengehen. Wie gesagt, das hier müsste Naturschutz sein. Ja, relativ wenig Wasser, denke ich mal, wie das hier aussieht. Weil man kann ja schon fast durch die Ruhr hier laufen, oder besser gesagt, man kann schon. So wie das hier aussieht, aber trotzdem schön. Und es hat noch Wasser. Also ist nicht so, dass nichts da wäre. Hier sind wir an der Mündung der Möhne in die Ruhr. Ja, und diese Bilder, die hier an die Pfeiler sind, sind sehr viele. Das sind ehemalige Zwangsarbeiterinnen, die hier im Zweiten Weltkrieg, wo die irgendeine Talsperre da zerstört wurde, da sind die hier ertrunken, glaube ich, 700 Stück. Das ist ja als Mahnmal, Denkmal, was auch immer hier. Und hier die Möhne, wie sie in die Ruhr fließt. Wir müssen jetzt ein kleines Stück an der Möhne hier hoch, über eine Brücke. Und dann geht's wieder runter an die Ruhr. Ja, da vorne sieht man, glaube ich, schon die Brücke. Genau, da kommt sie. Echt 1008,1 Kilometer. Das ist jetzt also die Möhne. Wie gesagt, viel Naturschutzgebiet hier. Und dafür gibt es aber auch so ein Ausguck hier, und dann können wir mal gucken, ob wir ein paar Vögel sehen. Ein paar Wildtiere hier an der Ruhr. Im Moment gibt es hier nicht sehr viel zu sehen, aber dafür hört man die Straße nebenan sehr laut. Willkommen in Echthausen. Und sogar die Sonne ist jetzt ein kleines bisschen rausgekommen. Dann kann sein, ich werde hier in Echthausen auch mal meine Regenjacke runter tun. Was mir hier als erstes aufgefallen ist, ein schöner Birnenbaum, aber leider hängen sie zu hoch für uns. Die Birnen. Dann sind wir mal gespannt, wie gut hier die Umleitung ausgeschildert ist. Wir werden es testen für euch. Ich würde sagen, das sieht sehr gut aus, was die Umleitung beanlangt. Sehr vorbildlich ausgeschildert. Da sind wir mal gespannt, wann wir wieder auf den Ruhrtalradweg kommen. Beim Navi sieht man es auch ganz deutlich. Wir fahren jetzt quasi parallel zu dem Radweg hier. Zum Ruhrradweg fahren wir parallel. So ist richtig.
Die Umleitung ist vorbei. Es geht wieder weiter auf dem Ruhrtalradweg. Hat alles gut geklappt. Schön gemacht. Was Höhenmeter angeht, gibt es heute auch keine Spitzen mehr. Alles topfeben bisher. Und wenn es dann doch Höhenmeter anzeigt, dann sind es Hoch- und Tiefdruckgebiete, die der barometrische Höhenmesser ein bisschen durcheinander bringen. Aber hier zum Fahren, topfeben heute bisher alles. Geradeaus, Melina, ja. Houston, wir haben ein großes Problem. Melina kommt an diesem Automaten nicht vorbei. Aber das hat sie sich doch verdient heute. Passt schon. Das ist die Fahrradkirche St. Josef. Ja, hier machen wir eine kleine Rast. Melina ist gerade auf Toilette gegangen, gibt es hier. Dann gibt es Strom für die Fahrräder. Brauchen wir ja gerade nicht. Und Tischle und Bänkle, richtig klasse. Also merken, Fahrradkirche St. Josef in Fröndenberg. An der Ruhr, am Ruhrtalradweg. Das ist dann die Ausbeute von der Melina aus dem Automat. Und das Snickers hat sie für mich rausgelassen. Und bevor ich es vergesse, Melina hat mich eingeladen hier zu dem Snickers. Sie hat bezahlt am Automat. Aber sie hat gemeint, ich soll dafür dann das Mittagessen übernehmen. So machen wir's. Und hier in Fröndenberg gibt es auch noch ein Kettenschmiedenmuseum und da schauen wir jetzt mal rein. Eigentlich sollte es offen sein, aber irgendwie ist die Tür verschlossen. Dann fahren wir weiter auf dem Ruhrtalradweg. Ein paar Ketten haben wir ja gesehen, gell? Ja. Auch die Maisfelder hier ganz übel vertrocknet. Also so gut sieht es, glaube ich, nicht aus. Bin aber auch kein Maisexperte. Aber ich kenne es eigentlich viel grüner, das ganze Thema. Und ja, es ist kein Regen in Sicht. Für uns eigentlich gut. Für die Natur gerade nicht so. Hier ist jetzt mal ein Plätzle, wo man ein bisschen die Hexe hochlassen darf. Und Melina packt sie gerade aus und tut sie starten. Und natürlich sagen, das nutzen wir doch mal aus, wenn wir mal so ein kleines Loch haben, wo wir sie hier hochlassen dürfen. Okay. Radweg. Ja, ihr habt es ja gesehen, wir sind jetzt mal kurz über die Ruhr hier drüber. Da war mal ein Loch, wo man fliegen darf.
Und ja, jetzt zurück auf dem Radweg. Es ist Mittag jetzt, 11:55, und haben wir gesagt, bei der nächsten Gelegenheit wollen wir dann mal schauen, dass wir. Hoppsa. Bin schon wieder im Weg. Der Alte ist wieder im Weg. Da wollen wir dann schauen, dass wir was zum Essen kriegen jetzt noch irgendwann. Mein Navi sagt, wenn wir so weiterblasen wie bisher, wären wir um 13.32 Uhr schon in unserer Unterkunft. Also langsam tun, genießen das ganze Thema hier. Bis zum nächsten Ort sind es 10 Kilometer und dann haben wir uns gedacht, dass wir mal googeln, wo das nächste Imbiss oder so ist. Und es ist 3,1 Kilometer weg vom Radweg und da fahren wir jetzt hin. Und was gibt es da zum Essen? Schnitzel. Ja, wir hätten auch ein bisschen vorher vielleicht mal googeln können, denn wir fahren jetzt wieder ein Stück unseren Weg zurück. Aber es macht nichts. Noch 8 Minuten, dann sind wir am Imbiss. Hier gibt es nicht nur Schnitzel, sondern auch Bier und dann ist auch Papa zufrieden. Na danke. Jetzt brauche ich bloß noch was zum Aufmachen und das Taschenmesser, Schweizer Messer ist bei dir, gell? Dann machst du mir das auch noch auf, dann bin ich doppelt zufrieden. Ja, Melli kriegt wieder Schnitzel mit Pommes. Und ich hau mir eine Pizza rein und einen Salat klein. So, vielen Dank, Melina. Klasse Radtour heute mal wieder. Ja, ich würde mal sagen, der Tag, der geht so gut weiter, wie er angefangen hat. Was würdest du dazu sagen? Bier. 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 Wir sind wieder auf unserer Route, aber sowas von voll gefressen. Boah, das hat gestopftet. Aber beide haben die Teller ratzeputz leer gemacht. Salat komplett leer. Ja, und jetzt noch ein bisschen strampeln. Wir haben noch 20 Kilometer bis zur Unterkunft. Wir haben gerade Gegenwind. Ich hoffe, es geht mit dem Mikrofon, weil ihr habt es ja gestern mitgekriegt, mein Mikrofon ist kaputt hier und deswegen ist es wie es ist. Melli, spannt dir auch so der Bauch. Ja, ich weiß nicht, wie oft wir hier schon über so Brückle sind, über die Ruhr. Ja, und inzwischen wird es ja mal richtig breit, hä, Melina? Ja. Schon halber See hier. Eigentlich sind wir gar nicht auf dem ausgeschilderten Weg, aber ich habe den runtergeladen, den Track, von der Seite und der Track sagt hier lang und Melina hat gesagt, dann fahren wir auch hier lang. Ja, jetzt hoffen wir nur, dass nicht irgendwo eine Absperrung ist und es nicht mehr weitergeht. So wie hier zum Beispiel, aber wir sind ja kein Auto. Da dürfen wir durch. Da wieder ein kleiner Zufluss zur Bächle.
Ja, die Hexe folgt uns hier tapfer. Wir hoffen mal, dass sie nirgends einschlägt. Da hat es Pferde da drüben, aber das seht ihr hier jetzt nicht. Aber Melina sieht es natürlich. Die ist wieder voll begeistert. So, jetzt holen wir die Hexe mal runter. Hier ist nämlich ganz schön eng. Hat sie gut gemacht. Halt eine gute Hexe, ja? Ich habe ja schon gesagt, die Beschilderung ausgezeichnet. Und wenn sie dann mal nicht so eindeutig ist, dann wie hier, sogar noch auf dem Weg. Denn da links ist der Radweg und hier ist unser Weg. Das heißt, hier könnte man sich leicht verfahren. Und deswegen auch noch auf dem Weg so ein schönes Logo drauf. Lobe ich mir, super. Wir hoffen, dass das Boot da schon lange da liegt und keiner hier gerade ertrinkt. Ich weiß ja nicht, wie hoch die Ruhr hier normal ist, aber das, was man hier jetzt gerade sieht, das sieht ja wirklich erschreckend aus. Wahnsinn. Ja, wir waren gerade hier an der Seite gestanden und ich habe schon gedacht, hier im Ruhrtal, hier im Ruhrtal kennt uns gar niemand, weil noch keiner hat mich angesprochen, bin ich gar nicht gewöhnt. Aber jetzt endlich mal einer, der uns erkannt hat. Ja, sagen wir mal Grüße und jetzt fahren wir weiter. Wir haben es noch 5 Kilometer. Bis zur Unterkunft. Bis gleich. Hallo. Wir sind hier in der Nähe von Dortmund im Ortsteil Sieburg. Und auf dem Endspurt. Wir haben den Ruhrtalradweg jetzt verlassen. Unser Hotel ist irgendwo da oben. Schaut mal. Da ist so eine Brücke. Das heißt, wir müssen ganz da außen rum und dann schauen, dass wir da hoch auf die Brücke kommen. Und dann geht es irgendwo zu unserem Hotel. Kein Plan, wo es ist, aber wir werden es irgendwie finden. Navi ist ja drin. Kein Problem nochmal. Aber mal schauen. Ist ja fast wie ein Schwarzwald. Gerade da waren wir noch da unten. Ja, das haben wir wieder richtig gut geplant. Wir jucken über den ganzen Berg hier drüber. Und nicht nur die Melina ist ins Schwitzen gekommen, sondern der Rainer auch. Aber bald sind wir oben, Melina. Gut. Das bist du nicht mehr gewöhnt, hä? Ja, wir haben es geschafft. Hier im Roadstop haben wir unser Zimmer gebucht. Hier können wir auch heute Abend essen. Für alles gesorgt. Und jetzt werdet ihr gleich große Augen machen, was für ein Zimmer Papa reserviert hat. Wir tun uns gerade noch ein bisschen schwer, den richtigen Eingang zu finden, aber ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Dann gehen wir mal hier rein. Ja, wir sind oben angekommen und kommen mal wieder nicht zur Tür rein. War grün. War grün. Okay, dann probier's nochmal. Ja, leider hat es bei dem Zimmerpreis nur für eine halbe Harley gelangt. Aber sieht ganz klasse aus hier. Was ein bisschen verstörend ist. Wir schlafen jetzt doch wieder im Zelt hier. Na, ist ganz witzig. Und ja, die Dusche ist halt sehr gläsern hier. Also
Wenn Melina duscht, hat es schon geheißen, dann muss ich raus, hat sie gemeint. Okay, aber ist kein Problem. Draußen hat es einen kleinen Aufenthaltsraum. Ja, und hier, diese coole Box hier. Okay, brauchen wir nichts dazu sagen. Ja? Ja, ganz cool. Mal was anderes, oder? Ja klar, Melina macht da noch das Zelt zu. Willst du, dass ich Platzangst krieg hier? Ja. Cool, cool. Ja, ich gehe jetzt auf alle Fälle mal duschen. Und hier ist übrigens noch der Waschplatz, wie es sich gehört. Schön mit einer Waschschüssel. Das heißt nicht nur Waschschüssel, das ist auch eine Waschschüssel. Das hier wäre ein E-Bike nach meinem Style. Voll auf Retro gemacht. Schönes E-Bike mit Scheibenbremsen, Bosch-Motor. Richtig schön. Auf alt gemacht, aber neu. Und die spricht ja für sich hier. Das wäre auch ein Spielzeug für mich hier. Alles hier so ein bisschen. Ja, wir haben hier ein schönes Harley-Bier. Ich glaube ein Bitburger war es, aber ich bin mir gerade nicht mal mehr sicher. Und ich habe mir was bestellt, was ich schon ewig nicht mehr gegessen habe, nämlich einen Burger. Ich bin mal gespannt, ob ich den Mund so weit aufkriege, dass der reinpasst. Zum Wohl. Und? Und? Gut. Gut, bist du zufrieden. Musst du erst mal langsam dran tasten, ne? Aber sieht gut aus. Ich glaube, wir haben ganz gut gewählt. So, und wie ich das Teil hier verspeise, das zeige ich euch besser nicht. Ja, wir sind wieder hoch in unser Zimmer, sitzen jetzt in unserem Zelt hier. Endlich mal wieder zelten, ne? Der Burger. Den Burger, den habe ich gegessen. Ich gebe es zu mit Messer und Gabel, weil ich krieg sowas nicht in den Griff. Da vorne beiß ich rein und hinten fällt alles raus. Deswegen mit Messer und Gabel. Melina hat zum Nachtisch noch was gehabt? Ein Muffin. Ein super Muffin mit Schokokern. War sehr gut, hat sie gesagt. Ich habe es gar nicht probiert. Und jetzt machen wir Feierabend. Wir haben hier auch wieder eine Glotze. Und dann gucken wir heute wieder Tatort wollten wir heute gucken, genau. Heute kommt kein Huppert mit und kein Ohnestaller. Heute müssen wir uns mit dem Tatort begnügen. Vielleicht kommt ja einer aus Duisburg. dann sehen wir schon mal, wie unser Ziel von der Tour hier aussieht. Aber morgen fahren wir noch nicht bis Duisburg. Morgen fahren wir noch so 30 Kilometer vor Duisburg. Und da werden wir dann wieder in einer ganz anderen Location übernachten. Ihr dürft gespannt sein. Also vielen Dank fürs Reinschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.